Horseland, Horseland. Yeah, 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 yeah. Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein. Unsere Pferde Ranch. Horseland, Horseland. Yeah, 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 yeah. Heute in Horseland. Wir fahren nach Frankreich. Eine Traumreise. Wo ist sie nur? Irgendwas muss passiert sein. Wird zum Albtraum, als Sarah in eine dunkle Höhle fällt und keinen Ausweg findet. Etwas Neues oder jemanden Neues kennenzulernen, ist fast immer eine spannende Angelegenheit. Denn solange man nicht weiß, mit wem oder was man es zu tun hat, fürchtet man sich ein wenig. Sehr oft grundlos, aber manchmal auch zu Recht. Oh, was ist das? Was ist da draußen? Ah, pass auf, wo du hintrittst! Hast du das gesehen, Schiff? Was ist das? Was läuft da? Ich weiß nicht, Trine. Ich hab's nicht genau erkennen können. Was es auch immer ist, es versteckt sich vor uns. Oh, das ist ein wildes Biest. Na endlich. Endlich herrscht hier mal wieder ein bisschen Aufregung. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Ich muss die anderen warnen. Tja, Angst vor dem Unbekannten haben nicht nur wir Tiere. Auch die Menschen kennen das. Glaubst du, er ist endlich angekommen? Ich würde sagen, wir sehen mal nach. Heya! Na, Scarlett, was meinst du? Bist du genauso neugierig wie ich, hä? Schneller, Calypso! Vamonos, Button! Und, wer von uns soll nachgucken? Ich gehe schon. Rechnung, Werbung, Rechnung, Werbung. Hier ist er. Der Brief vom Komitee. Nun sag schon, Sarah, sind wir angenommen oder nicht? Ich weiß nicht genau, wie ich es euch sagen soll, aber... Ja, wir fahren nach Frankreich. Ich glaube es nicht. Juhu. Und wir dürfen unsere eigenen Pferde mitbringen. Wir fahren zum Treffen für internationale Verständigung der Reiter. Und wir werden sicher eine Menge Spaß haben. Jedenfalls hoffe ich das. Du hoffst das? Meine Mutter sagt, Frankreich sei einmalig. Sie hat geahnt, dass es klappt und schon alle Koffer gepackt. Ja, Sarah, wir fahren nach Frankreich und werden da Reiter und ihre Pferde aus der ganzen Welt treffen. Wir werden ganz bestimmt Spaß haben. Als ich meinen Eltern von unserer Bewerbung erzählt habe, sagte mein Vater, er sei mit einem Geschäftsmann in Indien befreundet. Na und? Was hat Indien mit Frankreich zu tun? Na ja, seine Tochter ist eine preisgekrönte Reiterin. Ihr Name ist Simbala. Und sie kommt auch nach Frankreich. Soll heißen? Mein Vater will, dass ich sie kennenlerne. Sarah, wir wissen immer noch nicht, was dein Problem ist. Nun sag schon. Na ja, und was ist, wenn ich dieses Mädchen nicht leiden kann? Oder sie mich nicht. Hallo? Sarah? Du kommst doch mit jedem zurecht. Ja, und du wirst von allen gemocht. Wenn du das meinst. Aber ich weiß doch gar nichts über Indien. Wie soll ich mich denn ihr gegenüber benehmen? Worüber soll ich mit ihr reden? Wir sind uns doch total fremd. Du machst dir bestimmt umsonst Gedanken. Es wird großartig. Ganz bestimmt. Verlass dich drauf. Ja! Wir fahren nach Frankreich! Ich bin gespannt, wie die Pferde so sind. Die französischen, meine ich. Und die spanischen und arabischen und argentinischen. Eben Pferde aus der ganzen Welt. Ja, wie sollen wir uns mit denen verständigen? Keine Ahnung, aber ich denke, sie sind wie alle anderen Pferde. Sie sind bestimmt nett, hoffe ich. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Warten wir es einfach ab.
Leicht gesagt, abwarten ist so gar nicht meine Stärke. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Was auch immer es ist, ist zurückgekommen. Beruhige dich, Trine. Es ist bestimmt ganz harmlos. Keine Angst. Was auch immer es ist, hat Chefs Hundefutter gefressen. Was war das? Angora, jetzt mal langsam. Es geht los, Chef. Pass gut auf alles auf, während ich weg bin. Wie klein das von hier oben alles aussieht. Ja, jetzt dauert's nicht mehr lange, bis wir landen. Wow. Bienvenue. Hattet ihr einen guten Flug? Jetzt kommt erst mal mit. Ihr habt den Rest des Tages zu eurer Verfügung. Die Veranstaltung beginnt morgen Nachmittag. Vormittags machen wir noch einen Ausflug zu unseren berühmten Höhlen. Könnte mir vielleicht mal jemand mit dem Gepäck helfen? Oh, das hätten wir jetzt beinahe vergessen. Tut mir leid, Benny. Hallo, ich heiße Molly. Hola. Hi, wo kommst du her? Kenia. Kenia. Ihr habt dort Löwen und Giraffen. Ist das richtig, ja? Wir persönlich aber nicht. Alles in Ordnung, Sarah? Ja, klar. Warum fragst du? Du bist irgendwie abwesend. Nein, alles okay. Da ist Scarlett. Bis später, Benny. Hm? Wow, da hat jemand miese Laune. Hallo, Scarlett. Na, wie war dein erster Flug? Halt! Lassen Sie ihn! Ich komme schon! Ranak! Ich bin's, Ranak. Ganz ruhig. Jetzt ist alles in Ordnung. Ruhig. Bleib hier, Ranak. Oh, was ist passiert? Hat Ranak dich umgerannt? Naja, sagen wir mal so. Ich habe deinem Pferd im Weg gestanden. Hey, Sarah! Hast du im Schlamm gespielt, Sarah? Bist du die Sarah? Ja. Und bist du... Was habe ich bloß getan? Simbala? Hey, Simbala, lauf nicht weg! Nicht gerade der beste Weg, um sich kennenzulernen. Ich versuche mal, sie zu finden. Wir treffen uns dann nachher. Okay, bis später. Na, da bin ich aber gespannt, was daraus wird. Wenn mein Vater erfährt, dass Sarah meinetwegen in den Matsch gefallen ist... Oh... Halt! Simbala! Warte doch mal! Simbala, was ist denn? Ich würde vorschlagen, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sarah. Ich bin Simbala. Namaste. Nama was? Das bedeutet, es ist mir eine Ehre. Namaste. Oh, danke. Namaste. Die Ehre gebührt dir. Simbala! Au! Und was machen wir jetzt? Es tut mir schrecklich leid. Hey, jetzt sitzen wir eben beide im Matsch. Sieht aus wie ein ausgetrockneter Fluss. Na, hoffentlich funktionieren die Dinger hier unten. Nichts. Hast du Empfang? Leider nicht, aber
Wenigstens haben wir so etwas Licht. Hallo? Hilfe! Kann uns irgendjemand hören? Ist da jemand? Hilfe! Hört uns denn niemand? Wir sind hier unten! Weißt du, als mein Vater erzählte, dass ich dich hier treffen würde, habe ich mir das nicht ganz so aufregend vorgestellt. Das habe ich auch nicht. Aber jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir irgendwie hier rauskommen. Sei bloß vorsichtig! Niemand weiß, dass ich weg bin. Und du? Ich habe gesagt, ich bin den ganzen Tag bei meinem Pferd. Was ist denn daran so lustig? Hallo. Wir möchten alle gerne raus und uns ein bisschen bewegen, aber wir treten deshalb nicht gleich die Wände ein. Micaelas Eltern züchten Pferde in Patagonien. Das ist Argentinien. Toll, ich wollte schon immer mal nach Patagonien. Hola, Button. Calypso, du freust dich bestimmt, hier rauszukommen. Was hältst du von einem Ausritt? Keine Sorge, Scarlett. Sarah wird dich ganz bestimmt auch gleich abholen. Ich möchte wissen, wo sie bleibt. Vielleicht ruht sie sich nur ein bisschen aus. Ach, ich verstehe nicht, dass Sarah nicht kommt. Irgendwas muss passiert sein. Normalerweise bringt Simbala mir immer Zuckerwürfel nach einem langen Flug. Hallo! Wir sind hier unten! Hört ihr uns? Die uns hier rausholt? Komisch. Sag mal, sind Kühe in Indien nicht heilig? Ja. Gehen sie wirklich in die Gärten der Leute und fressen ihnen das Gemüse weg? Nicht überall, aber ja, es kommt schon vor. Darf ich dich was fragen? Was ist das Ding, was du auf der Stirn hast? Was, Sarah? Ich meine zwischen den Augen, hier. Ach das nennt man Bindi. Wir malen es auf die Stirn, dahin, wo das Zentrum der spirituellen Energie sitzt. Es soll uns vor allem Unglück bewahren. Heute scheint es nicht funktioniert zu haben. Vielleicht sieht mein Bindi das anders. Boah, ich spüre frische Luft. Aber woher? Eigenartig. Aber das bedeutet doch, dass es eine Verbindung nach draußen gibt. Wir müssen sie suchen. Ich befürchte, mein Akku ist gleich leer. Hast du noch Strom? Nur ganz wenig. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Auf der Suche nach einem Ausgang könnten wir uns noch viel schlimmer verlaufen. Aber wenn wir hier bleiben, findet uns auch niemand. Was suchst du denn da? Vielleicht finde ich ja was, das uns helfen kann. Na, hungrig? Danke. Ich mag kein Fast. Ich meine, das ist eine Birne und ein Apfel. Die Karotten sind für Scarlett. Ich nehme die Birne. Danke. Tut mir leid, Sarah. Ich dachte, in Amerika isst man nur Fastfood. Ja, manchmal schon, aber sehr selten. Ich esse am liebsten Obst und Gemüse, genau wie Scarlett. Meine Zahnseide. Ich hasse es, wenn mir was zwischen den Zähnen steckt. Ich mag das auch nicht. Aber damit kann man auch noch eine Menge anderer Dinge machen. Einen Knopf annähen zum Beispiel. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe da vielleicht eine Idee. Pass mal auf. Wir binden die beiden Fäden zusammen. Ja, wie Hänsel und Gretel. Wie wer? Die beiden Kinder, die Kieselsteine auf den Weg gestreut haben. Oh, das Märchen. Das habe ich auch gelesen. Durch die Kieselsteine haben sie den Weg aus dem Wald zurückgefunden. Und wir legen die Fäden aus. Also. Wenn wir am anderen Ende nicht rauskommen, finden wir wenigstens unseren Weg zurück. Ja, genau. Es wird immer kälter, findest du nicht auch? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Horseland denken. Horseland? Ja, das ist die Pferderanch, von der wir kommen. Auf dem Land, ganz in der Nähe der Berge. Das klingt wunderschön. Das ist es auch.
es riecht nicht wie irgendetwas Gefährliches. Wie riecht denn irgendetwas Gefährliches? Ich weiß es auch nicht, aber so ganz bestimmt nicht. Irgendwas erkennen? Nein, zu dunkel. Vorsichtig, Simbala! Pass auf, wo du... Simbala! Ist alles okay? Simbala! Simbala! Sag doch was! Simbala! Sollen wir denn hier jemals wieder rauskommen? Hier wird uns ganz bestimmt niemand mehr finden. Ich mache mir solche Sorgen um Ranak. Oh. Ja, ich vermisse Scarlett. Ranak benimmt sich manchmal ganz schrecklich, aber er meint es nicht so. Er ist ganz sanft und freundlich. Oh, Simbala, guck mal. Weißt du, was das ist, Sarah? Höhlenmalerei. Die muss steinalt sein. Das sind Pferde. Sind die nicht schön? Stell dir vor, die wurden vor Tausenden von Jahren gemalt von Menschen, die ihre Pferde so liebten wie wir unsere. Hey, Simbala, guck mal da. Hier scheint ein Ausgang zu sein. Da ist eine Treppe. Komm schon. Weißt du, Alma, ich verstehe Sarah nicht. Sie hätte Scarlett längst rauslassen sollen. Wo ist sie nur? Nach einem Flug geht's Ranak nicht so gut. Zum Trost bekommt er dann immer ein Stück Zucker. Ranak, hast du mich vermisst? Sarah, wie seht ihr denn bloß aus? Übrigens, dieser Ausflug in die Höhen, der morgen auf unserem Plan steht, den haben wir schon hinter uns. Nicht freiwillig. Das ist meine Freundin Simbala. Hi, ich freue mich, dich kennenzulernen. Sarah hat uns schon von dir erzählt. Und das ist dann wohl Scarlett. Ein schönes Pferd. Darf sie ein Stück Zucker? Sicher. Von mir kriegt sie sonst immer Karotten. Ich denke, die wollen hier endlich raus und sich bewegen. Ja, das glaube ich auch. Ich würde mir nur gerne etwas anderes anziehen. Bin gleich zurück. Ich auch. Jetzt kommt es auf ein paar Minuten mehr auch nicht mehr an. Was ist das? Ich meine, auf deiner Stirn, den roten Punkt. Was hat der für... Das nennt man Bindi, Molly. Es soll nämlich Unglück abwenden, weißt ja, du? Ja, das stimmt. Bindis haben eine lange Tradition in Indien. Für die einen ist es spirituell und andere tragen es aus modischen Gründen. Man kann sie auch übers Internet kaufen. Tut mir leid, dass ich heute Morgen so biestig war, aber ich habe schreckliche Flugangst. Ich mochte den langen Flug auch nicht. Denk einfach immer daran, wo du hin willst und nicht, wie du dahin kommst. Ja gut, ich werde es versuchen. Danke, Scarlett. Sieht fast so aus, als ob sie gute Freunde würden. Ja, so wie wir. Was auch immer es ist, ist wieder da. Oh nein! Es ist ein riesiges, schmutziges Hundebaby. Sein Name ist Tandra. Billy hat vorhin seinen Besitzer angerufen. Oh, hör Tandra? Auf, bitte! Das kitzelt! Komm, mein Junge! Tandra! Ah, das muss Tandras Herrchen sein. Und du dachtest, es sei eine gefährliche, wilde Bestie. Gefährlich? Nein, wild und wie, aber niedlich. Ja, das ist er. Vor
Außerdem braucht man nun wirklich keine Angst zu haben, Chef. Du weißt doch, wie das ist. Vor allem Unbekannten fürchtet man sich ein wenig. Der kleine Hund hätte ruhig noch eine Weile bei uns bleiben können, findest du nicht? Jetzt ist sie verrückt geworden.